Jedes Jahr immer wieder das gleiche. In der Nacht auf den 29. Oktober ist Zeitumstellung. Und zwar zurück. Von 3 Uhr auf 2 Uhr. Eine Stunde länger schlafen. Aber welche Uhr geht eigentlich 100% richtig? Warum? Wieso? Weshalb? Richtig! Die meisten Uhren stellen sich automatisch um. Aber denkt auch an euren Backofen. Oder alle Uhren bei eurer Oma. Schauen wir mal, was... Aber es gibt eine Uhr auf der Welt, die geht am meisten richtig. Weil das so was Besonderes ist, muss die Uhr natürlich super kompliziert heißen. NPL CSF2. Diese Cäsium-Fontänen-Uhr steht in London und sieht wirklich überhaupt nicht nach einer Uhr aus. Die ist so entwickelt, dass sie in über 729 Millionen Jahren maximal eine Sekunde falsch geht. Das heißt, diese Uhr ist fast genau bis auf 0,00000000 eine Sekunde. 0, 1, 2, 3, 4. Ihr müsst euch das mal vorstellen mit Licht. Lichtgeschwindigkeit kommt in einer Sekunde über 7 Mal um die Welt. Aber in der Zeit, wo diese NPL SF2-Uhr da falsch läuft, kommt Licht gerade mal 30 cm weit. Es gibt auf der ganzen Welt ziemlich viele solche Atomuhren, zum Beispiel die CS2 in Braunschweig. Alle diese Uhren zusammen machen die einzige richtige Zeit.